Rücktritt jetzt doch, aber nicht ganz. Seehofer macht es wie Merkel. Parteivorsitz abgeben, Macht in Berlin behalten. Nach der Landtagswahl in Bayern war der Druck auf den CSU-Vorsitzenden besonders groß. Innenminister will er aber bleiben, als hätte es keine Regierungskrise in der GroKo gegeben. Wie geht es weiter in der Union und in der Koalition? Was bedeutet der Rückzug auf Raten? Erst Merkel, jetzt Seehofer, Abschied von der Macht. Unser Thema heute Abend in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Schönen guten Abend aus Berlin. Ja, Horst Seehofer hat es angekündigt, als CSU-Vorsitzender will er zurücktreten. Aber wann genau, hat er auch noch nicht gesagt. Also, wir sind gespannt. Eva Quadbeck ist bei uns. Sie ist Mitglied der Chefredaktion der Rheinischen Post und leitet hier die Parlamentsredaktion in Berlin. Und mit ihrer Kollegin Christina Dunz hat sie eine Biografie über Annegret Kramp-Karrenbauer veröffentlicht. Und die will ja CDU-Parteivorsitzende werden. Hugo Müller-Fock, er ist Publizist in Berlin. Er beobachtet die Union natürlich seit vielen Jahren und war früher Herausgeber der FAZ. Ich begrüße Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur für die monatlich erscheinende Fachzeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Professor Thomas Klische ist bei uns, Bildungsforscher, Politologe und Psychologe und Professor für Bildungsmanagement an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Und sein Schwerpunkt ist die politische Psychologie. Herr Müller-Fock, was denken Sie? Ist Horst Seehofer jetzt jemand, der einen richtig guten Rückzug geschafft hat, oder ist er letztendlich dann doch eine tragische Figur? Also wenn es ein richtig guter Rückzug wäre, säßen wir heute Abend nicht hier. So, wir sprechen ja darüber, dass es nicht so geht wie jemand, der eine so lange und auch in großen Teilen sehr erfolgreiche Karriere hinter sich hatte, eigentlich zum Abschied verdient hätte oder sich selbst hätte verdienen können, indem er es nämlich rechtzeitig gemacht hätte. Abgesehen davon muss ich sagen, bin ich noch gar nicht so sicher, dass er als Innenminister demnächst aufhört. Also, wenn er, hat ja erstmal gesagt, er will ja nicht mehr CSU-Vorsitzender sein. Ja gut, da hat er sich jetzt festgelegt. Wenn es den Rücktritt vom Rücktritt als olympische Disziplin gäbe, hätte Horst Seehofer schon viele, viele Goldmedaillen gesammelt, weil seine ganze Karriere ist immer so ein Auf und Ab. Das begann schon 2004, als er sich aus dem CDU-CSU-Fraktionsvorstand zurückzog, aus damals in der Debatte Gesundheitspolitik, aus Verärgerung sagte, er werde VdK-Präsident und werde Politik, das Mandat war noch ausüben, aber ansonsten andere Tätigkeitsfelder finden. Ein Jahr später war er Kabinettsmitglied und Bundesminister. Er hat seinen Rückzug in Bayern mehrfach gesagt, er macht nicht bis 2018, dann macht er doch, dann darüber hinaus. Also sein Problem ist, und das zeigt sich jetzt auch, er spielt gerne. Und wer halt gerne spielt, verzockt sich auch mal. Und dieses Mal hat er sich verzockt und sich selbst um einen seiner Leistungen entsprechenden Abschied selbst darum gebracht. Frau Quadbeck, wenn man das so hört, er spielt gerne, er hätte in so einer Disziplin Goldmedaillen gewonnen. Das wirkt ja jetzt nicht so, dass man denkt, das ist jetzt ein respektabler Politiker. Ist er das dann trotzdem noch oder ist er eben dann doch eine tragische Figur? Er war über viele Jahre ein sehr respektabler Politiker dieser Republik. Aber es ist mit der Flüchtlingskrise sehr einsam um ihn geworden, und zwar Schritt um Schritt. 2015 war er ja erstmal, hat er sich aufgeschwungen zur Antipode von Merkel und er hat nie den Weg daraus gefunden. Das ist sicherlich ein Problem. Und auch in seiner Partei, die ihm da lange den Rücken gestärkt hat und das auch durchaus für den richtigen Kurs hielt, etwas Merkels Flüchtlingspolitik entgegenzusetzen. Wenn man sich mit den Leuten unterhält, die ihn lange verteidigt haben, auch so in Hintergrundgesprächen, hinter den Kulissen, die auch seine Position immer mitgetragen haben, die sagen inzwischen, man kann mit ihm nicht mehr reden. Er ist einfach, man hat keinen Zugang mehr zu ihm. Sie beschreiben ihn auch als verbittert, als einsam, als beratungsresistent. Und ich habe vor einigen Wochen noch mal ein Interview mit ihm führen können. Das war dieses Interview, wo er dann gesagt hat, die Migrationsfrage sei die Mutter aller Probleme. Und da saß er in seinem Ministerium und hat auch immer wieder auf das Kanzleramt neben sich rekurriert und hat uns dann so verdeutlicht, so, was das für ein Ballast für ihn ist, dass diese Kanzlerin da neben ihm sitzt und er kann aus seinem Büro sehen, wie der Hubschrauber, wenn sie kommt und wenn sie wegfliegt, an seinem Büro vorbei schwebt und er das sehen kann. Und da merkte man so richtig, dass das für ihn eigentlich ein unerträglicher Zustand ist. Und dann fragt man sich, warum macht er das? Warum muss er bis zum Schluss mit ihr am Kabinettstisch sitzen? Und warum will er nicht derjenige sein, der zuerst geht, sondern warum will er, wenn dann sie, mit in den Abgrund hineinnehmen? Und das ist das, was er eigentlich vermittelt. Ja, und jetzt hat sie ja den ersten Schritt gemacht, als sie vor ihm angekündigt hat, sie tritt nicht mehr an auf dem Parteitag.
Herr Klischee, was ist denn das? Was steckt dahinter? Warum ist das so schwer für Seehofer, der so angegriffen ist, auch in seiner eigenen Partei, der so unter Druck steht, zu sagen, okay, ich gehe? Ich finde das ganz schwierig, über das Thema ohne Grabreden und ohne Ferndiagnosen zu reden. Und ich finde auch beides unpassend. Ich glaube, der hat noch sehr viel Vitalität und er setzt Techniken der Machtschaffung und des Machterhalts ein, die sehr gut funktioniert haben. Sie haben es ja gesagt, eigentlich seine ganze Biografie. Und ich glaube, was schwer macht, ist eine Mischung aus Macht ist was Schönes. Macht ist nicht nur einfach böse, sondern Macht gibt mir Achtung, Anerkennung. Ist ein anderes Wort für Gestaltungsfähigkeit. Wir streben nach Macht als einer extremen Form von sozialem Kapital, weil wir uns damit absichern können und weil wir damit was aus der Welt machen können. Also gerade wenn wir idealistisch sind, dann wollen wir eigentlich auch Macht haben. Und Macht ist deshalb nicht einfach nur korrupt, böse und man kann sie nachher nicht mehr loslassen. Aber es kommt darauf an, wie man die Machtgestalt und wie man damit umgeht. Ne? Ja, sicher. Ja. Aber wenn man Süchte sucht, dann findet man die an jeder Ecke in diesem Land, vom Internet über Nikotin bis Alkohol. Und das ist alles sehr legal. Also Macht ist ganz sicher nicht die einzige Sucht. Deshalb glaube ich, man wird da nicht irgendwie jetzt was unterstellen müssen. Ich denke, der hat eine Art Vermächtnis, eine Art Linie und eine Art Botschaft. Und ich finde es möglicherweise unklug, das zu personalisieren. Denn im Grunde geht der Riss durch die CDU-CSU. Die eine Linie ist ja, wir versuchen zu integrieren und mit einem moderat sozialliberalen Programm die CDU in der Mitte zu halten. Die andere Linie ist, wir erklären Migration zur Mutter aller Probleme, um der AfD, was ja eine durchaus bedenkenswerte Strategie wäre, Leute abspenstig so wieder zurückzuholen. Und die Linien sind auch in der CDU offen, die sind nicht entschieden. Ja, aber ich würde trotzdem, bleiben wir noch mal kurz bei der Person Seehofer, der eine interessante Geschichte hat auf vielen verschiedenen Ebenen als Minister, als Ministerpräsident, Herr von Lucke. Wie beurteilen Sie das? Wie sagen Sie, wie bewerten Sie jetzt diesen Rückzug, wo er aber auch gleichzeitig sagt, ich bleibe auf jeden Fall als Innenminister? Das ist der Rückzug eines fundamental Gescheiterten. Und ich muss Ihnen auch sagen, deswegen ist mir fast das Psychologisieren an der Figur Seehofer mit dem Begriff einer tragischen Figur etwas, was mir fundamental gegen die politische Leidenschaft geht. Wir haben einen Mann erlebt, der das Land in den letzten 3 Jahren und übrigens noch im letzten halben Jahr eine Koalition, die unter allergrößten Schwierigkeiten gebildet wurde, in einer Weise in einen fast Ausnahmezustand getrieben hat, der die Fraktionsgemeinschaft von CDU/CSU an die Wand gespielt hat, der in einer Weise Schaden meines Erachtens sowohl für die Koalition, für die Regierungsfähigkeit dieses Landes, für seine eigene Partei angerichtet hat. Und wir sehen einen, ich kann das nicht teilen, was Sie sagen, Herr Kliche, einen noch vitalen Mann. Wir sehen einen völlig erledigten alten Mann mit 69 Jahren, der seinem Amt übrigens auch nicht mehr gewachsen ist. Das wusste er übrigens auch sehr schnell. Er hat sich ein riesiges Ministerium gezimmert. Er hat an der Macht festgehalten bis zuletzt. Eine Tragik interessanterweise, die sich immer wieder spiegelt in den Abtritten der großen Männer der CDU/CSU. Das ist eine ganz große Traditionslinie. Deswegen ist auch der fundamentale Unterschied zu Angela Merkel da. Sie haben im Einleitungsmomentum gesagt, er macht den gleichen Schritt. Das Gegenteil ist der Fall. Angela Merkel hat es geschafft, auf den letzten Metern, natürlich auch unter dem Druck, der dann anschwoll, einen souveränen Abgang gerade noch zu schaffen. Horst Seehofer ist am letzten Sonntag aus dem Amt getrieben worden. Und er kommt ja heute noch nicht von dem Amt eigentlich weg, das ihm natürlich längst ein ganz großer Teil der Bundesbevölkerung als das nicht mehr zuträgliche Amt abrät. Beziehungsweise von dem also Amt. Das ist der große Unterschied. Und das, ja. Ich will das nochmal deutlich machen. Mich ärgert deswegen dieses Lamentieren über die tragische Figur. Horst Seehofer hat sein eigenes politisches Kapital ruiniert, wie kaum ein Politiker der jüngeren Vergangenheit. Und das ist nicht tragisch. Das macht ihn zu einer fast lächerlichen Figur. Und das finde ich viel dramatischer. Und es ist für unsere Republik dramatisch. Es ist für die CDU/CSU dramatisch. Und es wirft eine ganz entscheidende Rolle auf die Frage, wie unterscheiden sich politische Abgänge? Und darüber sollten wir vielleicht mal historisch reden. Das ist ein gewaltiger Unterschied zwischen dem Abgang von Angela Merkel und Horst Seehofer. Okay, Frau Quadbeck, ist es letztendlich der Rücktritt vom falschen Amt, wenn er den CSU-Vorsitz aufgibt? Also wäre es nicht ehrlicher, besser für die Koalition, für das Regieren, letztendlich dann für die ganze Gesellschaft, wenn er wirklich vom Innenministerium zurücktreten würde? Das wäre auf jeden Fall besser. Also da teile ich das, was Herr Lucke gesagt hat, dass er mit diesem Ministerium überfordert ist. Der Teil Heimat ist jetzt immer noch nicht mit dem Personal ausgestattet, mit dem er ausgestattet sein müsste. Er hat auch als Innenminister noch nicht sehr viel zu Wege gebracht. Also die von ihm angekündigten auszuhandelnden Abkommen mit den zum Flüchtlingspakt mit den anderen Staaten, die sind bisher auch nicht gekommen. Er fährt auch fast nie zu einem Ministerrat in Brüssel.
Das schickt genau, eigentlich immer seinen Staatssekretär. Er reist sehr ungern. Der Masterplan ist sozusagen Das Problem ist, und das, da teile ich auch, was Herr Lucke gesagt hat, dass er eben keinen souveränen Abgang mehr hinkriegt, sondern in Schritten nur das, wohin ihn seine Partei treibt. Wir wissen, dass er in der vergangenen Sitzung eben gedrängt worden ist von vielen natürlich alten Weggefährten, die noch Rechnungen mit ihm offen haben. Die sagen, Horst, deine Zeit ist abgelaufen. Er weiß, dass er den Parteivorsitz nicht mehr halten kann und dass er gesagt hat, dass er sich jetzt vom Parteiamt zurückzieht. Das ist wirklich nur, dass er nur dem Sturz zuvorgekommen. Und ich bin gespannt, wie lange er noch Innenminister ist, weil nämlich wer Minister wird, das bestimmt der Parteichef. Und sobald die CSU einen neuen Parteichef installiert hat, der wahrscheinlich Söder heißen wird, kann ich mir gut vorstellen, dass Herr Seehofer nicht mehr lange Innenminister ist. Ja, und das wäre auch der richtige Schritt. Ja, Herr Müller, würden Sie auch teilen, wäre es der richtige Schritt, wenn Seehofer ganz klar sagen würde, jetzt trete ich auch vom Ministeramt zurück? Sicher wäre das ein klarer Schritt, aber er versucht, wie bei den bisherigen Stationen, das immer ein bisschen rauszuschieben und immer noch, ich meine, er ist ja im Sommer sonntagabends vom Rücktritt zurückgetreten. Ist er zurückgetreten, in den Morgenstunden ist er vom Rücktritt zurückgetreten, montags fuhr er nach Berlin und kam anschließend und sagte, er mache es doch. Und dann war er anschließend bei Frau Maischberger in einer Sendung und sagte, beim nächsten Mal geht es nach der Fallbeil-Methode. Ankündigen und machen. Ja, okay. So. Das ist sozusagen der schwebende Fallbeil. Mhm. Er hat es wieder nicht gemacht, er hat es wieder nicht geschafft. Und ich habe den Eindruck, er leidet darunter, dass man seine Rettungstat, und er hat ja die CSU gerettet 2008 und hat ihr wieder zur absoluten Mehrheit verholfen 2013, dass das nicht mehr im Nachhinein gewürdigt wird. Nur wir sind in der Politik, die vergangenen Erfolge zählen nichts mehr. Er hat in den letzten Jahren eben, sind die CSU-Stimmanteile auch runtergegangen. Da spielen auch seine Fehler eine Rolle. Und der entscheidende Punkt ist natürlich bei seiner Glaubwürdigkeit. 2015, als Angela Merkel ihn erreichen wollte, am 4. September in der Nacht, ging er nicht ans Telefon. Was er ja schon öfter auch nicht gemacht hat. Ja, aber das ist seine Methode, sich zurückzuziehen. Da ging er nicht ans Telefon. Wenn er ans Telefon gegangen wäre, hätte er sagen müssen, hör mal zu, Angela, da machen wir nicht mit. Dann ist die Koalition zu Ende. Oder lass uns noch mal drüber reden, so geht's nicht. Auf alle Fälle wäre das anders gelaufen. Dann hat er sie machen lassen und hat anschließend gesagt, das ist alles falsch. Der Meinung kann man ja sein, nur er hätte ja die Chance gehabt, da vorher was dagegen zu machen. Wobei alles, seine ganze Politik, was die Zuwanderung angeht und seine Widerstände, wurden natürlich alle abgenickt, immer einstimmig, vom CSU-Präsidium, vom CSU-Vorstand, von der Landtagsfraktion. Alle die sagen, das hat er alles falsch gemacht. Waren alle dabei und haben so lange zugestimmt, wie er doch Macht hatte. Aber jetzt ist er da einsam, er ist innerhalb seiner Partei einsam, er ist innerhalb dieser Regierungskoalition einsam. Sie sagen, er ist eine lächerliche Figur. Also das sind ja alles Worte, von solchen Politikern will man ja eigentlich nicht regiert werden. Was ist das für ein Zeichen, wirklich, wenn so über jemanden gesprochen wird? Und wenn jeglicher Rückhalt fehlt in einem Amt, das so extrem wichtig ist, nämlich das Bundesinnenministerium? Macht hat ja verschiedene Quellen. Amtsmacht ist eine, also dass man was anordnen, was durchsetzen kann. Aber Macht besteht auch gerade in dieser Form sozialen Kapitals oder politischen Kapitals doch im Grunde darin, dass Menschen zugeschrieben wird, dass sie sich durchsetzen können. Deshalb dieses Amt des Parteivorsitzenden. Und dass sie einen Auftrag bekommen. Also dass sie von Menschen akzeptiert werden als Führungskräfte, weil sie sowas wie einen historischen Auftrag haben und die Leute sagen, ja mach mal, das ist die richtige Richtung, tu das für uns. Und ich sage es nochmal, ich glaube, dass der historische Auftrag in der CDU da noch nicht entschieden ist, dass das ein offener Weg ist. Und wir werden diese Auseinandersetzung, die Seehofer gegen Merkel geführt haben, wiederkriegen, spätestens nach den ostdeutschen Landtagswahlen in Sachsen. Das heißt, da ist was offen, was auch politisch nicht geklärt ist. Und das ist also nicht einfach nur in der Personalie aufzulösen. Das zwei Lager, tragisch, was, genau. Was ich tragisch daran finde, ist, dass wir uns an diesen Personalien verhakeln, statt eigentlich die Frage weiter zu verfolgen, die uns im Grunde viel mehr umtreibt. In diesem politischen Kapital steckt ja zunehmend sowas wie Zukunftsfähigkeit. Menschen haben eine große Befürchtung, die Parteien, so wie sie aufgestellt sind heute, kriegen uns nicht über die nächsten 20, 30 Jahre. Und deshalb Macron, deshalb Trump. Das sind Leute, denen man zutraut. Ja, aber da geht es ja persönlich. Ich finde das immer sehr schwierig. Sie legen hier eine vermeintliche Metaebene ein, die ganz klare politische Verantwortlichkeiten dechiffriert, verwässert und unkenntlich macht. Wir haben in den letzten drei Jahren, übrigens nicht nur in der Bundesrepublik, einen Amoklauf derer erlebt, die sich als die bürgerlich-konservativen Parteien verstehen. Mit einem Verantwortungsbewusstsein
früher aufgetreten sind, dass ihnen klassisch keiner absprechen konnte, weil sie vermeintlich konservativ Politik gemacht haben. In Großbritannien ist das durch Herrn Cameron in einer noch ganz anderen Weise erst ausgespielt, dann aber von Boris Johnson in einer Weise auf die Spitze getrieben worden. Von denen wir wissen, dass er als wirklicher Spieler, übrigens auch noch viel mehr Spieler als Horst Seehofer, ist jetzt kein Spieler mehr, ist ein Verrannter. Aber ein Spieler gewesen ist, der am Ende letztlich die Zukunft eines Landes aufs Spiel setzte, nur aufgrund persönlicher Machtstrategie. Und ich will das zum Ende bringen. Es geht hier nicht nur um die Frage einer Metaebene. Hier hat sich ein Machtpolitiker, und das wäre nämlich zu dechiffrieren, ein Machtpolitiker von Anfang an 2015, ich glaube, Herr Müller-Fock wird mir beipflichten, sehr dezidiert auch machtstrategisch als ein Mann, der damals schon in der CSU hoch angegriffen war, auch machtstrategisch gegen Angela Merkel so positioniert, dass er einen Machtstreit austrug, auch zu eigenem Nutzen. Und das, was ihn heute noch bis heute reitet, sind doch auch nicht zuletzt zwei persönliche Motive. Sie haben es ja wunderbar beschrieben, ich komme so nah an Herrn Seehofer nicht rein. Aber wenn ich das Leid eines Mannes erlebe und höre, der noch heute darum leidet, dass er von Angela Merkel vor 13 Jahren geschlagen wurde und nicht auf das Kanzleramt schauen kann, weil da die Falsche sitzt. Und wenn wir noch eines, Herr Müller-Fock, ganz macht aber Angela Merkel es dann besser? Naja, sie hat, das ist der entscheidende Punkt und das macht auch den Wettstreit so ungemein spannend. Sie hat eine Machtpolitikerin reinsten Wassers. Sie hat es in absolut souveräner Weise geschafft. Aber das wissen wir doch gar nicht. Wir haben es doch erlebt. Wir haben es doch bei Frau Merkel erlebt. Herr Müller, lass mir den Gedanken zu Ende bringen. Ganz kurz den Gedanken. Ich mache es nur ganz kurz. Es sind ja auch irre Sachen. Angela Merkel, ich mache es mal ganz historisch. Angela Merkel hat es im Gegensatz, und das wird ihr, glaube ich, und übrigens auch Frau Kramp-Karrenbauer noch sehr zugutekommen. Es wird ihr sehr zugutekommen. Frau Angela Merkel hat es geschafft, im Gegensatz zu den großen Heroen der CDU, Adenauer, Kohl, die nie den richtigen Absprung geschafft haben. Und jetzt Seehofer in einer Parodie dessen am Amt festhält, hat es Merkel geschafft, auf den letzten Drücker. Und ich glaube auch nicht mal, dass es unbedingt stimmt, dass sie schon im Sommer bereit war. Aber sie hat es geschafft, einen souveränen Abschied hinzulegen. Ja. Und das ist ein ganz erstaunliches Phänomen. Also das hat sie und besser auch gemacht als Seehofer. Okay, jetzt also, Herr Müller-Fock und dann der Abschied souverän war, ich brauche keine 10 Minuten. Nee, das sehen wir demnächst. Wenn Friedrich Merz Parteivorsitzender wird und die Große Koalition sofort platzt, ist sie auch am Ende. Dann war das wahrscheinlich wird das deswegen nicht werden. Dann war das gar nicht mehr so souverän. Deswegen wissen wir es nicht. Sie hat in der letzten Minute quasi die Notbremse gezogen. Ja, und sie hat es geschafft. Und sie wird befreit. Das hat sie tausendmal geschickter gemacht als Seehofer. Nur ob das hier, der Lorbeerkranz, den Sie jetzt hier flechten, ob der nicht schon in 8 Wochen verwelkt ist, das ist ein anderes Thema. Wissen Sie, was ich glaube? Okay, nee, jetzt ist Frau Quadbeck dran. Ich wollte etwas sagen zu dem nicht aufgelösten Konflikt zwischen CDU und CSU. Wir haben ja am 7. Dezember die Wahl des neuen CDU-Parteichefs oder der neuen Parteichefin. Und ich bin fest davon überzeugt, egal wer es wird, Merz oder Kramp-Karrenbauer, Herr Spahn, da glaube ich, sind wir uns in der Runde einig, hat nicht ganz so große Chancen. Ich bin fest davon überzeugt, dass der oder diejenige eine Einigung der CDU erst einmal hinkriegt, dass die CDU nicht wieder in Pro-Flüchtling und Kontra-Flüchtling zerfällt. Und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass in dem Moment auch eine Einigung mit der CSU gelingt. Die sind inhaltlich gar nicht so weit voneinander entfernt. Das waren wirklich die Spitzen, die sich so ineinander verhakt hatten. Die persönlichen Motive. Das hat man auch, also ich habe die Flüchtlingskrise wirklich sehr nah beobachtet. Und wenn Sie da gesehen haben, wie sich das Fußvolk um Kompromisse bemüht hat und wieder unglaublich viele konstruktive Vorschläge auf dem Tisch lagen, wie man, sage ich mal, diese aufgebauschte Frage der Grenzzurückweisung Gesichtswaren für beide Seiten hätte von der Tischplatte ziehen können, da wusste man dann wirklich, es liegt an den beiden Spitzen. Und in dem Moment, wo die beiden Spitzen ausgetauscht werden, wird die Sache leichter. Und noch leichter würde die Sache, wenn Horst Seehofer eben auch nicht mehr Innenminister ist und auch als Innenminister nicht mehr dazwischen funken kann. Und dann ist eben die Frage, die Union wird wieder einig sein. Und dann ist natürlich die Frage, was dann als nächstes die SPD macht. Daran wird es dann liegen, aber bleiben wir noch mal einen Moment bei der Union. Was wäre, dann spielen wir das jetzt mal durch. Also sagen wir mal, Seehofer würde jetzt im Januar dann sagen, er tritt zurück vom Parteiamt. Und Angela Merkel ist ja dann auch nicht mehr Parteivorsitzende, ist aber noch Kanzlerin. Könnte sie ihn dann nicht einfach viel einfacher entlassen? Nein. Also, das steht ja nur im Grundgesetz, dass die Kanzlerin, dass der Bundespräsident nennt auf Vorschlag der Kanzlerin. Ja. Das formal ja richtig, aber wen sie vorschlägt, wird in der Koalition mit dem Parteivorsitzenden abgesprochen. Die Parteichefs sind dafür zuständig. Wenn Söder sagt, wir als CSU entscheiden uns, dass wir Dr. Joachim Herrmann nach Berlin schicken, was ich nicht glaube, aber beispielsweise, und dann wird sie dem Bundespräsidenten den Brief schreiben und sagen, er möge ihn entlassen. Wenn Söder das nicht macht,
Dann müssen die Koalition platzen lassen. So wichtig ist ihr dann doch, glaube ich, Herr Seehofer, nicht, dass sie das sagen würde. Mit dem mache ich auf keinen Fall weiter. Es gibt auch keinen Grund zu sagen, ich habe das mit dem bisher gemacht und ab dem Stichtag 31. Januar kann ich ihn nicht mehr am Kabinett sich ertragen und jetzt werfe ich ihn raus und lasse die Koalition platzen. Also da geht es dann schon etwas doch, denkt sich schon etwas machtpolitischer. Okay, wir haben ja jetzt nochmal besprochen, wie sehr es um die beiden Personen geht, auch wenn Sie sagen, es geht eigentlich um die beiden Lager. Wie stark sind denn beide überhaupt noch, wenn sie eben nicht mehr Parteivorsitzende sind? Macht das was aus? Ich würde einfach gern markieren, dass ich an einigen Punkten anderer Meinung bin. Spätestens nach den Landtagswahlen in Ostdeutschland wird die CDU in einigen Ländern Entscheidungen treffen müssen, ob sie grob gesagt mit den Grünen oder mit der AfD koaliert. Das ist in nicht vom Tisch hier. In den neuen Ländern? Naja, mal gucken. Also, ich meine mit der Linken. Ja, okay. Es geht jetzt um eine Richtung. Das ist ein Unterschied. Mit den Grünen ist kein Problem. Ja. Es geht jetzt um eine Richtungsentscheidung. Ja. Also sucht sie sich eine Mehrheit links von der Mitte oder sucht sie sich eine Mehrheit rechts? Mit den Grünen reicht es doch nicht im Osten. So. Die Grünen sind noch viel zu schwach. Und da ist dann die Frage, ist dann auf einmal die AfD im Spiel? Und da wird die Frage, wo die CDU hingeht, denn es wird keine Regierung in nächster Zeit ohne die CDU geben, entscheidend für die Richtung des Landes. Deshalb ist das jetzt eine ganz, ganz ernsthafte Sache und keine Personalfrage. Ich sag's noch mal. Der zweite Punkt, man mag sich ja... Würden Sie denn noch mal als Nachfrage, würden Sie denn sagen, auf dem Parteitag, wenn es jetzt ob es Friedrich Merz wird oder Annegret. Ist das genau die Lagerentscheidung dann? Ich glaube, dass schon ein Vorsitzender, der nicht Kramp-Karrenbauer heißt, eher offen sein wird für allerlei Experimente in andere Richtungen. Aber da hat sich der Herr Merz doch sowas von glasklar gegengestellt. Er hat die AfD als mit den Nazis verglichen. Offen und national. Aber dann, dass das Ziel komplett hinausgeschossen ist. Das nehme ich ihm ab. Das ist ein ganz klassischer europäischer Konservativer, der Merz, ein Wirtschaftsliberaler, aber ganz fest verankert eben auch auf europäischem Boden. Der würde mit einer solch anti-europäischen Partei würde der nicht zusammengehen. Also das halte ich für ausgeschlossen. Also ich kann mich erinnern, als Merz Fraktionsvorsitzender war und Stiegler von der SPD die Union reizte und versuchte eine Linie zu ziehen von den Nationalkonservativen in der Weimarer Republik zur CDU. Und Merz ging ans Pult und sagte, wir sind nicht die Konservativen, wir sind die Christlich-Demokratische Union. Also da hat er, glaube ich, schon zieht er ganz klar tun. Aber Ihre Frage, können die ohne Parteivorsitz noch weitermachen? Ja. Und wie stark Angela Merkel hat es einfacher, weil auch bei der Wahl von Merz sie innerhalb der Union und der Fraktion einen ganz anderen Rückhalt hat. Als Seehofer. Bei der CSU hat man ja beschlossen, nach der alten Sündenbock-Theorie, einer muss es sein und dann legen alle die Hände auf und alle Sünden sind auf diesem Bock und dann wird er rausgejagt. So, und alle, die den Wahlkampf gemacht haben, dabei waren, die ihm immer zugenickt haben, immer applaudiert haben, sagen jetzt, alles was falsch war, hat er alleine gemacht und jetzt ist er schuld und deswegen kann er hier sozusagen ohne Rückhalt in München oder Rückhalt in der Landesgruppe vor allen Dingen, kann er das eigentlich nicht mehr machen. Zumindest nicht so, dass es effektiv ist. Weiß er das, dass er das eigentlich nicht mehr machen kann? Ich vermute, er ahnt es und versucht es zu verdrängen, so wie er ja vieles verdrängt. Er spielt doch immer auf Zeit. Ich meine, muss ich doch eins sehen. Er hatte die allergrößte Sorge, dass der Sonderparteitag noch in diesem Jahr stattfinden würde. Das hat er schon mal geschafft, ins nächste Jahr zu verschieben. Auch übrigens interessanterweise durch offensichtlich ganz andere Äußerungen, wenn man irgendwie denen Glauben schenkt, die in der letzten Sitzung waren, die nämlich schon rausgehört haben, dass er auch bereit war, sein Ministeramt abzugeben. Also er hat offensichtlich, wie es oft meine Art war, scheibchenweise Zugeständnisse gemacht, um sie im nächsten Tag wieder zu kassieren. Jetzt ist er quasi mit seinem Rücktritt schon im nächsten Jahr vom Parteivorsitz. Und die Grundfrage wird doch für ihn sein, wie lange hält denn die Große Koalition? Und ist denn machtstrategisch überhaupt in der CSU jemand da, der sofort danach drängt, Innenminister zu werden? Wenn es Herr Herrmann ersichtlich nicht sein will. Nein, weil der ist ja nun gerade neuer Innenminister geworden. Nicht mehr in diese Große Koalition eintreten will, die nicht mehr allzu lange am Platze sein dürfte. Und er dann ohne Mandat wäre. Genau, ist offensichtlich der Wunsch und die Vorstellung von Herrn Seehofer, vielleicht komme ich sogar noch über die Zeit und es platzt unter meinen Füßen weg, dann wäre ich im gleichen Augenblick weg wie Angela Merkel. Dann wäre das zumindest ein partieller Gesichtserhalt. Ich meine, das sind sehr strategisch die personellen Überlegungen meines Erachtens hinter seiner Person. Was denken Sie, Frau Quadbeck, wie lange hält diese Große Koalition noch?
Ich glaube, dass sie sich noch bis zu den Europawahlen retten wird. Also, dass man da alles dran setzt, dass man die nicht unbedingt in diesen Europawahlkampf, der ja auch ein sehr sensibler ist, das ist ja dann 3 Wochen nach dem Brexit haben wir die Europawahl, dass man versuchen wird, da noch drüber zu kommen. Und unabhängig davon, ob Friedrich Merz oder AKK künftig den CDU-Parteivorsitz innehaben wird, gehe ich davon aus, dass wir irgendwann im nächsten Jahr Neuwahlen haben werden. Es könnte bei Merz schneller gehen, weil einfach die Provokationen gegenüber der SPD und die kulturellen Unterschiede zur SPD größer sind als bei Frau Kramp-Karrenbauer. Und also wenn ich jetzt eine Prognose stellen würde, dann würde ich jetzt mal sagen, vor der Sommerpause platzt diese Regierung und dann ist die Frage, ob man sie mit irgendeiner Landtagswahl im Osten zusammenlegt. Mhm. Ja, ob es eine Neuwahl gibt, ist ja die Frage. Nach der Verfassung bleibt die Kanzlerin im Amt. Mhm. So, ja. Die SPD zieht ihre Minister zurück, sagen wir mal. Kevin Kühner setzt sich durch. Kevin sagt, Leute, raus. Und dann sagen die, Kevin, du bist unsere Zukunft, dann gehen wir raus. So. Und dann ist die Kanzlerin. Schlägt der Bundespräsident andere Unionspolitiker vor, die das Kabinett auffüllen. Gibt es noch ein paar Minister mehr. Mhm. Und der Haushalt für 2019 ist verabschiedet. Haushaltsabstimmung gibt es für 2019 nicht. Mhm. 2020 kann man nach der bewährten Methode, auch ohne Haushalt, jeden Monat 1/12 des alten Haushalts geht weiter. Da kann man einige Zeit regieren. Ein Misstrauensvotum gegen Merkel? Vertrauensfrage wäre eine Möglichkeit. Ja. Also dass Union und SPD sagen, wir kommen, was weiß ich, beim Einwanderungsgesetz nicht zusammen. Und dann stellt Merkel zum Einwanderungsgesetz zum Beispiel die Vertrauensfrage. SPD ist nicht mehr dabei und dann gäbe es Neuwahlen. Ja, aber dann muss sie es aber wollen. Dann, ja. Nur wenn sie es will. Zwingen kann sie niemand. Und ob sie so erpicht ist, dann sozusagen ihre Kanzlerschaft auf diese Art und Weise zu beenden, wäre ich mir nicht so sicher. Was wäre denn ein guter Abgang? Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass es so schwierig ist, loszulassen und Macht zu beenden. Herr Kliche, was wäre denn ein guter Abgang von Kanzlerin Merkel? Weil wenn wir jetzt darüber sprechen, dass sie das besser gemacht hat als Seehofer mit dem Parteivorsitz, dass sie da souveräner war. Ein inhaltlicher. Mag sein, dass das irgendeine ominöse Metaebene ist, aber ich glaube, das ist gerade die Aufgabe von Diskussionen, dass man sich nicht in dem verheddert, worüber man dann immer redet. Das heißt, über kleine Rädchen und über kleine Teile der Maschine und Spekulationen, wie die weiterlaufen, sondern dass man sich anguckt, wo bewegt sich die Maschine eigentlich hin. Und was wir im Moment haben, ist doch eine fundamentale Unklarheit, wo das Ganze eigentlich hinlaufen soll. Und das ist das, was die Menschen auch erreicht. Und das ist die einzige Erklärung, die wir dafür haben, dass trotz boomender Wirtschaft und trotz relativ hohen konsumtiven Wohlstands sehr viele Menschen in diesem Land sagen, da stimmt irgendwas nicht und den Volksparteien das Vertrauen entziehen und auch den Politikern Kompetenzen aberkennen, die sie so quasi zugeschrieben, aber wo man nicht mehr glaubt, dass das wirklich reicht. Also wo im Grunde was sehr Fundamentales wie beim Brexit und wie bei Trump passiert, eine Verunsicherung über die Grundlinie. Und wir reden dauernd über die Rädchen, wir reden über die Leute und wir reden darüber, was für tragische Figuren das sind. Das Tragische daran ist doch, dass wir in dieser Tragödie längst keine Zuschauer mehr sind, sondern dass da irgendwas passiert, was sich unseren Entwürfen entzieht und dass wir keine Akteure mehr haben, denen wir wirklich zutrauen. Und da sind wir jetzt bei Ihrer Frage, dass Sie für die nächsten 10, 20 Jahre solche Entwürfe auf die Beine stellen. Ja. Und Merkel hat bisher für, wenn Sie so wollen, Entwurfsfreiheit gestanden. Nämlich ganz Entwurfsfreiheit. Pragmatische, kurzfristige, kleine Lösungen, in der selbst große Systementscheidungen wie die Bankenrettung, die unglaublich viel Geld gekostet hat, quasi wie kleine Lösungen durchgegangen sind. Trotzdem wird Politik von den Akteuren eben gemacht und die stehen dafür. Und die stehen auch dafür, für die Frage, ob man Vertrauen in das System hat letztendlich. Und das Vertrauen in das System wird nicht wiederkommen, wenn wir über die Rädchen reden. Es sind doch keine Rädchen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich ausreden ließen. Ich schätze Leidenschaft wie jeder von uns. Ich schätze es nicht, unterbrochen zu werden. Das haben wir gemerkt. Das war ein beeindruckender Auftritt, Herr Kliche. Ich habe auch Leidenschaft. Ja, das ist gut. Dann machen Sie den Satz noch zu Ende und dann sind Sie dran, Herr Lucke. Lassen wir es an der Stelle einfach. Okay, gut. Herr von Lucke. Ich finde es schwierig, wissen Sie, Herr Kliche, deswegen habe ich interveniert. Parteien sind nicht kleine Rädchen. Und wir erleben gerade in den letzten Jahren, dass es eine Selbstreferenzialität, einen Erhaltungswillen von Parteien gibt, die ob der Tatsache, da bin ich voll bei Ihnen, dass wir große Probleme nicht bewältigt bekommen, sich in eine so für unsere Demokratie auch kein ganz kleines Rädchen und über die Zukunft dieses Parteiensystems, Volksparteiensystem, derartig in einen Zerstörungswillen begeben haben, dass die Frage dahin geht, wie sie sich auflösen.
und wie sie sich aus diesen fatalen Situationen wieder herausbegeben. Um es ganz konkret zu machen. Wir haben nämlich über die dritte Parteivorsitzende, kann ich gerne dazu kommen. Der dritte Vorsitz ist nämlich vielleicht der interessanteste Vorsitz. Die einzig entscheidende Frage für die SPD ist die Frage, wer am 7. Dezember gewählt wird. Die SPD wartet sehnsüchtig auf die Möglichkeit, um aus ihrer fast ins Nichts gehenden Entwicklung herauszukommen, dass eine polarisierende Figur entsteht. Das wäre die Möglichkeit, sich daran reibend überhaupt rauszukommen. Ein Friedrich Merz würde sofort das... Warten Sie doch mal eine Sekunde. Ja. Ein Friedrich Merz wäre die Möglichkeit, der SPD dieses Profil, was sie als Partei offensichtlich über 20 Jahre fast verloren hat, wieder zu gewinnen, und das ist ihre Hoffnung, während eine Annegret Kramp-Karrenbauer das große Dilemma bringt, den von Ihnen beschriebenen Kladderadatsch in der Mitte weiter zu verstetigen und es der SPD noch schwieriger zu machen. Das entscheidet maßgeblich über die Frage, wie im nächsten Jahr auf die von Ihnen zu Recht als wichtig beschriebene, übrigens noch andere wichtige Wahlen, das ist nämlich eine Europawahl noch Mitte des Jahres, auf die nicht unwichtige ostdeutschen Wahlen abzuheben. Aber das ist der entscheidende Punkt und da entscheidet sich die Frage, wo geht auch, was ist das Schicksal von Andrea Nahles und wie wird sich dieses Parteienspektrum neu sortieren. Das wird der 7. Dezember sein. Also was würde Sinn machen für die SPD? Wie sollte sie mit dieser der neuen Situation auch der Union umgehen? Also wenn, die SPD braucht keine Ratschläge von mir, aber die SPD wäre meines Erachtens falsch beraten, wenn sie sagt, mit der Wahl von Herrn Merz ist der Großen Koalition die Grundlage entzogen. Weil das ist nämlich dummes Zeug, mit Verlaub. Der Koalitionsvertrag gilt. Und der solange der Parteivorsitzende nicht so stark ist, dass er der Fraktion erklärt, ihr könnt da nicht mehr so weitermachen und mit den Sozialdemokraten Kompromisse schließen, wie ihr es bisher gemacht habt. Solange das nicht passiert, hat die SPD es schwer zu sagen, also eigentlich im Parlament klappt das, die Mehrheit steht, wir machen da noch Sozialpolitik und dort was und da was. Aber weil der Merz ab und zu so eine Presseerklärung macht, so eine komische, gehen wir jetzt aus der Regierung raus. Also da braucht man schon einen ganz anderen Anlass. Angenommen, die Fraktion emanzipiert sich auch von der Kanzlerin, hat sie teilweise gemacht mit der Wahl des Fraktionsvorsitzenden, dann könnte es ein anderes Spiel gehen. Nur was kann das Ziel der SPD sein? In einen Wahlkampf zu gehen? Bei einem Umfragestand von 14%, um zu sagen, wenn wir den Merz verteufeln, als etwas, so verkörpertes Unmoral ist, was man sich vorstellen kann, er verdient sein Geld außerhalb des steuerfinanzierten Sektors. Das ist ja für Sozialdemokraten etwas, was sozusagen ganz unmoralisch ist. Herr Merz macht auf eine eigene Weise, Den brandmarken wir so und dann kommen wir auf 17%. Na gut, dann kann ich sagen, viel verdienen. Was würden Sie sagen? Wie schätzen Sie die SPD ein und auch vor allen Dingen den Rückhalt für Andrea Nahles als Parteivorsitzende? Ja, ich glaube, da muss man mal gucken, was im Moment in der SPD passiert. Und die versuchen ja auch wieder mehr Sozialdemokratie pur auf die Schiene zu bringen. Debattenkämpfe vom vergangenen Wochenende. Sie wollen Hartz IV abschaffen oder es zumindest anders nennen und stark reformieren. Setzen auch noch andere neue Projekte auf, die nicht im Koalitionsvertrag stehen. Die CDU-Kandidaten, die im Moment auf der Lichtung stehen, sagen, dass sie eine schärfere Innenpolitik wollen. Sie wollen den Soli komplett abschaffen. Also inhaltlich rasen da im Moment durchaus zwei Züge aufeinander zu. Und es ist nicht nur die SPD, sondern es ist auch die CDU, die eben wieder CDU pur will. Ich habe das eben schon gesagt. Ich glaube, dass wenn Merz der Parteichef wird, sich das schneller oder auch offensichtlicher entzünden kann. Aber auch mit AKK wird man Gründe finden, dass man sagt, bei irgendeinem Gesetz stimmt man jetzt nicht mehr zu. Mhm. Und dieses Einwanderungsgesetz oder Fachkräftezuwanderungsgesetz könnte so ein Punkt sein, an dem dann die ganze Koalition scheitert. Und aber das es könnte würde auch Sinn machen, wenn die SPD etwas stärker wieder dasteht, jetzt, wenn sie so bleibt wie in den Umfragen jetzt mit 15%, dann kann sie Druck, das doch eigentlich der Druck nicht wollen. Auf Nahles parteiintern kann so groß werden, dass es dann einfach, dass man trotz dieser schlechten Lage und dass dann eben die Frage, wie in welcher Form die SPD überhaupt noch ihre Existenz sichern kann, wo sie da ihre Chancen sieht, in der Regierung zu bleiben oder vielleicht doch rauszugehen. Die Lage ist hundsmiserabel, aber in der Regierung wird sie auch nicht mehr besser. Und einen Gedanken wollte ich noch anfügen. Auch die Union könnte ein größeres Interesse bekommen, die Koalition platzen zu lassen, weil wir sehen nämlich in den Umfragen plötzlich, dass es wieder eine Mehrheit gibt für Schwarz-Grün. Und das wäre eine Koalition, die auch die Bevölkerung stärken könnte. Die Bevölkerung könnte sagen, die Sozialdemokraten, die brauchen jetzt wirklich mal eine Erholung in der Opposition. Die FDP ist damals bei Jamaika nicht gesprungen und jetzt zeichnet sich hier Schwarz-Grün ab und dass am Ende eine Regierung gewählt wird mit sehr starken Grünen, halte ich für eine mögliche Entwicklung. Mhm. Na, die SPD, um es noch viel deutlicher zu sagen, hat doch das große Problem, dass sie, obwohl sie jetzt fast wieder ein Jahr an der Regierung ist, ob der
Blockade übrigens der ganzen Regierungspolitik, nicht zuletzt durch die CSU, von der wir am Anfang gesprochen haben, keinerlei Erfolg von den von ihr erreichten Maßnahmen hat und obendrein durch eine Parteivorsitzende nicht gerade nach vorne gebracht wurde, die in der Causa Maaßen, wie alle anderen beiden Parteivorsitzenden, vielleicht noch für sie viel eklatanter, weil die Hoffnung war, sie macht jetzt endlich mal einen Punkt, noch obendrein keinerlei Mut hat. Und wir kommen, und das ist das Entscheidende, wir kommen doch im nächsten Jahr auf eine Reihung von Wahlen zu, wo die SPD noch hoffen kann, im Frühjahr in Bremen noch gerade den Bürgermeister vielleicht zu verteidigen. Das ist noch offen. Dann kommen die Europawahlen, wo sie dramatisch abstürzen wird. Wenn die SPD, die mit 27% dem Martin-Schulz-Ergebnis reingeht im Juni, auf die 15-17%, auch bei allen Kräften der Wunderheilerin Barley kommt, dann wäre das schon wahrscheinlich viel zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Und dann stehen genau die von Herrn Gliche besprochenen Ostwahlen an, bei denen sie einen so dramatischen Absturz fürchtet, dass die SPD eine Sorge hat, dass sie an der Regierung sich immer weiter in die Nichtregierung regiert und in die Nichtexistenz regiert. Deswegen ist die Sehnsucht rauszukommen eminent. Und sie überschreitet, das Interessante, sie ist längst nicht mehr nur im linken Spektrum der SPD zu Hause, sondern sie geht ganz weit in die konservativen Kreise der SPD. Es gibt keine Hoffnung mehr auf Selbstbehauptung in der Großen Koalition. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass Sie sagen, diese SPD habe der Koalition nichts durchgesetzt. Also beispielsweise... Das sage ich nicht, aber sie kann es nicht geltend machen. Das ist das riesige Problem. Wenn eine Parteivorsitzende sich hinstellt und sagt, wir haben die Parität durchgesetzt, weiß kein Mensch, um was es geht. Wenn sie gesagt hätte, wir haben es geschafft, dass die Arbeitgeber wieder die Hälfte des Krankenhausbeitrags zahlen müssen, hätte es auch SPD-Wähler verstanden. Aber die SPD hat vieles durchgesetzt. Sie verkauft sich, weil sie immer noch nicht weiß, ob sie eigentlich regiert oder opponiert. Ja. So, wenn ich mit der Haltung in der Regierung bin, brauche ich mich nicht wundern, dass die Leute nicht sagen, das macht ihr eigentlich gut. Das ist bei der CDU anders, die weiß ganz klar, dass sie regiert. Die CDU-DNA heißt eigentlich, wir regieren. Ja, alles andere ist historische Fehlentwicklung. Gerne, weil wir über Merkel und Seehofer ja noch mal geredet haben, noch mal länger. Herr Gliche, wenn Sie auf Frau Merkel gucken, wenn man jetzt denkt, das ist jetzt das Anfang vom Ende ihrer Kanzlerschaft, würden Sie denn sagen, wenn sie jetzt ihren Parteivorsitz aufgibt, wie lange werden wir diese Kanzlerin noch haben? Und was ist dann letztendlich ihr Hauptverdienst? Gibt es so einen, und welcher Satz würde von ihr bleiben? Das sind gleich ganz viele Fragen, bei denen viele Spekulationen eine Rolle spielen dürften. Ich wäre nicht so sicher, dass wir bald Neuwahlen kriegen. Ich sehe auch, dass viele Kräfte eigentlich dafür sprechen, erstmal drin zu bleiben und zu gucken, dass man konsolidiert, was man hat, bevor man sich auf Abenteuer einlässt, die möglicherweise niemandem was bringen und die ja nicht unbedingt klarere Mehrheitsverhältnisse bringen müssen, also auch nicht den Wählerinnen und Wählern was bringen müssen. Und das gleiche Dilemma, das wir bei der letzten Regierungsbildung hatten, also diese Unklarheiten, diese Unsicherheiten wiederholen, da hat niemand wirklich großen Appetit drauf. Deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass die Regierung bis zum Ende der Legislatur hält. Ich wäre nicht sicher, ich glaube nicht, dass Merz das sabotieren würde, so wenig wie der neue Fraktionsvorsitzende der CDU das sabotieren würde. Und was sozusagen das historische Verdienst von Angela Merkel wäre, der Satz, der bleibt, ist natürlich, wir schaffen das, ein Klassiker. Aber genau das ist ja auch Inbegriff ihrer Haltung, mit Problemen umzugehen. Sehr nüchtern, sehr preußisch, sehr pragmatisch, sehr Schritt für Schritt, ohne große Entwürfe, mit ganz viel Understatement, ohne den Versuch, jetzt das Land oder die Gesellschaft umzugestalten, sondern eher mit dem Versuch, mal Schritt für Schritt bei Problemlösungen zu gucken, wie man es überhaupt weiterentwickeln kann und wie man möglichst wenig Wirbel macht und wenig Ärger sich einhandelt und wie man auch die Konflikte hinter den Kulissen klärt. Ob das jetzt tatsächlich der Inbegriff ihrer Kanzlerschaft ist, bezweifle ich. Denn ich glaube, die ersten 5 bis 7 Jahre stehen im Zeichen einer großen historischen Schuld, die wir heute nicht thematisieren, weil die Mehrheiten der Wählerinnen und Wähler daran beteiligt waren. Wir hatten Gestaltungszeiten und Gestaltungsspielräume, um Klimakatastrophe, die wir heute beschönigen Klimawandel nennen, abzuwenden, um die großen Konflikte, die sich international abzeichnen, abzuwenden, um sowas wie eine funktionierende Europapolitik auf die Beine zu stellen, um die Macron jetzt noch kämpft und die von den Deutschen ja systematisch gegen die Klippe laufen gelassen wird, um das auf die Reihe zu kriegen. Und es ist nichts passiert. Da hätte man mehr machen müssen. Es ist nichts passiert. Also, ob wir alleine Klimawandel gebremst hätten, weiß ich nicht. Okay. Die Frage, wenn man jetzt sieht, wie die Karrieren von Seehofer und Merkel bis jetzt gelaufen sind, wenn man jetzt als Politiker sozusagen auch nach der Macht strebt, was müsste man daraus lernen, was müsste man anders machen, Herr Müller-Fox? Gerade wenn man jetzt sieht, Angela Merkel hat das ja eigentlich sehr geschickt gemacht. Mhm. Sie hatte, also zunächst mal war sie
nicht immer nur diese Pragmatikerin Stück für Stück. Sie war in der ersten Zeit, bis zum verunglückten Wahlkampf 2005, war sie eine große Reformerin. Sie wollte große Sozialreformen. Herr von Lucke schüttelt schon bei dem Gedanken. Nein, dass, sie wollte mit Friedrich Merz das deutlich das zu machen. Sozusagen wollte sie das nächste Mal drüber reden. Die Sozialstaatsquote nicht auf mehr steigt. Nein, also sie hatte da ein anderes Konzept. Hat gemerkt, die Wähler machen da nicht mit und hat dann ganz pragmatisch gesagt, das können wir alles vergessen, so ein Kirchhoff-Steuerplan kommt nie mehr auf den Tisch. Also hat sie es mehr geschafft, auf die Wähler zu hören, auf die Gespür und hat sie das dann irgendwann verloren? Ja, sie hat ein gewisses Gespür gehabt, auch für Wandlungen in der Gesellschaft. Die hat dann auch das Thema Frauenpolitik und so, da ließ sie dann die Frau von der Leyen machen, da gab es dann ein bisschen Widerstand der CDU, aber sie hat das immer irgendwie so moderiert und sie hat ja auch und sie hat dann in der Eurokrise, Finanzkrise, muss ich sagen, hat sie keine schlechte Figur gemacht. Sie hat man hätte natürlich sagen können, Herr von Lucke, weil Sie schon die Augenbrauen hochziehen. Mag auch das wieder mal wir finanzieren die Fehler der Spanier und Griechen zu 100%. Das soll der deutsche Steuerzahler alles allein zahlen. Das hat es eben nicht gemacht. Ihr müsst euch anstrengen und wir helfen euch dabei. So, und das war eine Politik, die in Deutschland auch ankam bei den Leuten. Da waren die Ergebnisse ja auch ein bisschen besser. Frau Quarte, aber im Rest Europas nicht so. Was würden Sie sagen? Gibt's die deutschen Wähler entscheiden über das Schicksal der deutschen Parteien, nicht die griechischen. Sie haben in einem Kommentar geschrieben, die Volksparteien sind abgestraft geworden, weil sie das Gespür fürs Volk verloren haben. Wie kriegt man das wieder zurück? Was wäre die Lehre nach diesen Sachen, auch nach diesem ganzen letzten Jahr? Ja, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man mal schaut, in welcher Phase war denn Herr Seehofer so besonders erfolgreich? Wann hat er die absolute Mehrheit für Bayern zurückholen können? Das war in der Zeit, als er immer propagiert hat, ich mache eine Koalition mit dem Volk und auch eine entsprechende Politik gemacht hat. Und an Angela Merkel ist oft zu Recht kritisiert worden, dass sie eben nicht kommuniziert, dass sie ihre Politik nicht hinreichend erklärt, dass sie auch nicht genug die Sprache des Volkes spricht. Und das ist in der Zeit, in der sich die Bürger, die Wähler über soziale Medien auch sehr stark emanzipiert haben und in Zeiten, in denen über die sozialen Medien teilweise Debatten auch sehr verquer laufen, brauchen wir, glaube ich, ausgebuffte Kommunikationsprofis auch, die wissen, welche Sätze man sagen muss. Herr Müller-Fock hat ja gerade das Beispiel zur Parität gegeben, beziehungsweise zur Senkung der Gesundheitsbeiträge für die Arbeitnehmer. Und das ist immer die Frage, wie formuliere ich das, damit die Menschen es auch verstehen. Und da muss man die Botschaften sehr klar, sehr einfach setzen. Und die politische Führung braucht auch tatsächlich noch mehr Professionalität, was Kommunikation in sozialen Netzwerken angeht, damit dort die Debatten nicht immer so verquer auseinanderlaufen können. Und man muss die auch noch sehr viel stärker einfangen, damit sich da nicht zu viele Gerüchte und zu viele wirklich gefährliche Fake News verbreiten. Also ein Beispiel, wenn Sie in verschiedenen Städten Taxi fahren, dann kriegen Sie von den Taxifahrern die gleichen Schoten erzählt, dass Flüchtlinge angeblich irgendeinen Supermarkt gestürmt hätten und irgendjemand soll es auch gesehen haben. Das sind haarscharf die gleichen Geschichten. Und das sind einfach Geschichten, die als Fake News gestreut sind im Internet. Und gegen diese Stimmung muss mehr einfach etwas unternommen werden. Herr von Lucke, was würden Sie sagen? Wie kriegt man das Gespür wieder hin? Oder wie können Politiker das schaffen? Ja, sie müssen, und das finde ich übrigens auch das Positive dieses Jahres, sie müssen sich weit mehr politisierend wieder betätigen. Das ist ja auch die Errungenschaft dieses CDU-Wahlkampfes, den wir gegenwärtig erleben. Das ist ja auch eine gewisse Befreiung. Denn eines ist klar, es gibt eine ganz entscheidende Zäsur in der politischen Ära Angela Merkel. Das ist das Jahr 2015. Noch im Jahre 2013 hat sie durch ihre Strategie der Einschläferung, der bloßen nachträglichen Anpassung, eine fast, doch nicht absolute Mehrheit, aber über 40% erzielt. Horst Seehofer war der größte Klakör, wir alle erinnern uns, und sagte, mit Angela feiern wir absolute Mehrheiten. Und dann machte sie eine Entscheidung, nochmal interessanterweise anschließend fast an Leipzig, also ein Leipziger Parteitag, jetzt noch einmal, ich stehe hier, ich kann nicht anders und handelt anders. Und jetzt, guck nach vorne, ich will ja sagen, das ist vorbei. Das ist vorbei, deswegen müssen die Parteien, und das macht die große Chance aus, jetzt wieder anders als Merkel, es reicht nicht zu sagen, sie kennen mich, sie müssen deutlich machen, für was sie stehen. Und das ist die große Auseinandersetzung, das ist eine riesige Chance, aber auch eine, bei der ich gar nicht so pessimistisch bin. Alle Parteien werden sich profilieren. Die Grünen machen es momentan nicht mit ziemlicher Bravour vor, wie es gehen kann. Gut, nur die Volkspartei, die Zeit der Volksparteien ist natürlich nicht mehr wiederholbar. Es fehlen die Milieus, es fehlt das Umfeld, es fehlt sozusagen die große Zahl derer, die aufgrund sozialer Herkunft, Religions-, konfessioneller Zugehörigkeit, Gewerkschaftszugehörigkeit, deren Wahl
Entscheid schon lange feststeht, bevor der Wahlkampf beginnt. Ja. Die Gesellschaft ist heterogener geworden, zersplitterter geworden. Und die alten, die Parteien werden diese zwei Parteien mit jeweils über 40% werden wir nicht mehr erleben. Ich lese ganz kurz zum Schluss. Was denken Sie, gibt es einen Punkt, wo man sagt, so kriegt man wieder ein Gespür dafür? Nicht mit Kommunikationstechnik. Volksparteien wurden zusammengehalten durch eine gemeinsame Idee, wie die Zukunft gut gemacht werden kann. Und das müssen die wieder lernen und das müssen die wieder machen. Vielleicht ist dieses SPD-Camp da ein Anfang und vielleicht auch der richtige Weg. Gut, ganz herzlichen Dank für die engagierte Diskussion an dieser Stelle. Morgen schauen wir in der Phoenix-Runde auf Europa. Angela Merkel hatte heute eine Rede im Parlament gehalten. Es gibt Neuigkeiten über den Brexit und nach Italien schauen wir auch. Seien Sie also wieder dabei. Bis morgen. Tschüss.